Hallo und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Ivona und Alex von Campen und Meer. Und wie ihr gerade gesehen habt, wir sind in Russland gekommen an den Europapark Hotels. In diesem Video möchten wir euch eines der 6 Themenhotels vom Europapark vorstellen. Heute zeigen wir euch das 2. Hotel, Castillo Alcázar. Ein 4-Sterne-Burghotel. Es geht gleich los nach dem Intro. Das 2. Hotel, das Castillo Alcázar, ist direkt neben dem El Andalus dran gebaut worden. Beide Hotels stehen direkt am spanischen Teil vom Europapark. Beide Hotels teilen sich die Rezeption und haben den gleichen Eingang. Hier auf der linken Seite ist die Rezeption. Im ersten Video habe ich schon erwähnt, Hotelgäste dürfen eine halbe Stunde vor offizieller Parköffnung in den Park und dürfen mit ausgewählten Attraktionen schon fahren. Hier seht ihr schon den Eingang vom Restaurant Castillo. Das ist ein Buffet-Restaurant, das abends geöffnet hat und morgens in Frühstückszeiten. Und wie es abends im Betrieb aussieht, zeigen wir euch am Ende des Videos. Machen wir erstmal einen kleinen Rundgang und zeigen euch mal ein paar Zimmer. Zuerst gehe ich mal mit euch runter in den Keller und zeige euch mal die Kundentoiletten vom Restaurant Castillo. Wie schön die das dekoriert haben. Hier zum Beispiel ein Ritter, der einfach so vor sich hinschläft. Liebevoll bis ins kleinste Teil. Natürlich würde auch ein normales Waschbecken und Kloschüssel reichen, aber es geht auch so, wie ihr hier seht. Und so dem Stil entsprechend findet man das in jedem der 6 Europapark-Hotels vor. Einfach super. Das Hotel hat 9 Stockwerke, hat 120 klimatisierte Zimmer und Suiten. Da sind Themensuiten dabei und Präsidentensuiten im Burgturm. Und hat im 8. Stock eine Panorama-Bar Buena Vista Club. Gut für einen Drink oder Cocktail am Abend. Und hier gibt es sogar ein paar Außensitzplätze fürs Restaurant. Und auch wieder die Treppenhäuser und die Flure sind so schön gemacht. Auch in diesem Hotel waren wir früher ein paar Mal zum Übernachten, aber davon haben wir keine Filmaufnahmen und nur Bilder, mehr schlecht als recht. Deshalb habe ich hier aktuelle Filmaufnahmen. Morgens, wenn die Gäste abgereist sind, kann man ein paar Zimmer abfilmen. Natürlich haben wir die Zimmermädchen gefragt. Nur leider konnten wir in keine Suite reinschauen. Hier seht ihr ein Standardzimmer, allesamt Nichtraucherzimmer. Für 2 Erwachsene und 2 Kinder ist das ideal. So ein schönes Zimmer erfreut doch jedes kleine Ritterherz. Hier mal eines der Komfortzimmer.
Die haben noch eine Couch, die man noch zu einem dritten Bett umbauen kann, wie ihr hier seht. Jetzt zeigen wir euch mal das Buffet-Restaurant Castillo. Das hier ist unsere Lieblingssitzecke. Direkt neben dem Mäuschen Pepe. Das Restaurant ist schon ziemlich groß, aber wer ruhige Ecken mag, sucht sich hier ein kleines Separé. Das Frühstück am Morgen ist natürlich inklusive. Für abends reserviert man am besten einen Tisch schon an der Rezeption beim Einchecken. Da es ein Buffet-Restaurant ist, bezahlt man einen festen Preis fürs Essen und die Getränke gehen extra. Und natürlich an die kleine Gäste wird auch gedacht. Hier seht ihr den Parkeingang für die Hotelgäste. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.